Eri Rochowanski wird in Kärnten immer dann gerufen, wenn es Probleme mit streunenden Katzen gibt. Bei einem Hof in der Nähe des Keutschacher Sees hat sie eine Katzenfalle aufgebaut. Die scheuen Tiere werden eingefangen, kastriert und wieder in ihrer gewohnten Umgebung freigelassen. Wir können nur dort helfen, wo eben jemand ist, der sich der Tiere angenommen hat. Und dort helfen wir und das machen wir gern. Und es ist jeder froh, wenn wir das fertig haben, die Vermehrung nicht mehr ist, dann ist das Füttern kein Problem mehr. Und da macht es ihnen auch mehr Spaß. Und die Anrainer, die sich ja auch immer wieder beschweren, die sind dann auch beruhigt. Es hat niemand was getan bis jetzt. Und ich habe angefangen, im Telefonbuch eine Nummer herauszusuchen und habe eben eine Nummer gekriegt von der Frau Ehre, der ist sehr dankbar, tausendmal dankbar bin, dass sie hergekommen ist. Mir so viel Katzenfutter gebracht hat, Spende. Also das ist das Tollste, was es gibt. 18 Jahre ist Rochowanski schon aktiv, zahlt das meiste aus der eigenen Tasche. An die 6000 Katzen hat sie bisher eingefangen und nach Kastration und tierärztlicher Versorgung wieder ausgewildert. Mehr Junge überleben. Im Frühjahr waren so die Herbstwürfe, sind alle gestorben, kann man sagen. Das ist jetzt auch nicht mehr, die überleben auch. Aber so kaupert dahin. Wir haben schon im Jänner Junge, im Februar Junge, was früher nicht war. Also mir tut das dermaßen weh und wie gesagt, wir können eben durchs Kastrieren und dadurch das machen, dem Elend Einhalt gebieten ein bisschen. Und das muss ich sagen, hat mich 18 Jahre das bisher machen lassen. Und wenn es mir gut geht, weitere lange Zeit.